Hallo meine Lieben, mein Name ist René Windisch von Windisch Wohnmobile. Mich vielleicht schon mal gesehen auf unserer Seite, aber wir versuchen es jetzt mit einem eigenen Kanal. Und wie ihr seht, stehe ich vor einem Sunlight-Kastenwagen. Sunlight-Kastenwagen, jetzt wundert ihr euch vielleicht, hat ein ganz anderes Logo als die anderen Fahrzeuge. Es ist nämlich ein Löwe drauf. Löwe von Peugeot und es ist ein 600er. Ja? Wir stehen vor einem Cliff 600 in Weiß und wir stehen vor unserem neuen Sondermodell Cliff Entry. Einstiegsmodell in der 6 Meter Baureihe. Und den würde ich mir jetzt gerne mit euch so ein bisschen näher anschauen. Kommt einfach mal mit. Wie ihr schon seht, wunderschöne Front. Ist so ein bisschen anders gehalten als beim Fiat, aber sehr sportiv. Gibt es nur in Weiß diese Fahrzeuge als Entry-Modell. Soll zum Einstieg dienen, Entry für Einstieg, kann man daraus lesen. Ansonsten, wie gesagt, in Weiß. Ich finde die Kontraste zwischen Weiß und Schwarz spiegelt wieder schön das Design von Sunlight wieder. Das haben die wirklich super drauf, die Jungs. Von der Außenbeklebung nicht zu unterscheiden von den anderen Cliff-Modellen. Übrigens, der Kameramann Luis, folge mir doch mal bitte. Wir schauen auch mal rein. Wir haben hier standardmäßig Peugeot, Citroën, PSA-Konzernfahrzeuge. Wiedererkennungswert, ganz klar. Zum Polster kommen wir gleich nochmal. Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Rundgang außenrum. Ihr seht da nicht viel Unterschiede. Wir haben die wunderschön aufgesetzten Fenster, auch hinten im Schlafbereich. Für viele wichtig, auch im Schlafbereich ein Fenster zu haben, um rausschauen zu können, um Luft in den Raum zu kriegen. Also hier immer serienmäßig mit dabei. Wir haben hier jetzt hier auf 16 Zoll Stahlfelgen stehen. Luis, vielleicht können wir noch mal rumschwenken. 16 Zoll Stahlfelgen, wirklich auch schön ausgefüllt, das Rathaus. Ich finde, das hat auf jeden Fall immer noch mal eine schönere Laufeigenschaft, wenn wir mit 16 Zoll arbeiten. Und er steht auch wirklich schöner da. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dem Innenraum. Wundervoll. Ich habe mal einen Zollstock mitgebracht. Heute habe ich mich vorbereitet. Mal gucken, wie viel haben wir denn? Also von der breitesten, das ist jetzt, wo der Oberkörper liegt, sind wir fast bei 1,60 Liegebreite. Länge ist ja meistens 1,96. Bisschen weniger durch das Fenster an der Seite, aber sonst wunderschön fester Lattenrost unter den Matratzen hier, leicht zu entnehmen, zusammenzubauen zum Durchladen. Wirklich super, auch wieder 11 Kilogramm Gas. Nebeneinander wirklich einfacher Zugang. Man hat die Möglichkeit, eben auch die hintere vor der vorderen Flasche oder umgekehrt rauszunehmen. Ist bei vielen Herstellern nicht möglich. Macht Sunlight auch in diesen Modellen. Ansonsten wieder die typischen LED-Lichtleisten. Mit der Option hier auch mal mit einem USB-Dongle zu arbeiten. Ja, USB-Dongle heißt, ich kann noch mal mein Handy hinten im Schlafbereich laden. Deshalb ist das schön. Du hast nämlich in den Leisten hier 12 Volt anliegend. Ansonsten, wenn wir reingucken, sehen wir keinen großartigen Unterschied zum normalen Cliff 600. Wir gehen mal weiter rum. Ja, was haben wir hier? Wir haben Markise, nicht serienmäßig, aber jetzt in dem Fall haben wir uns für die Markise entschieden. Denkt dran, immer die Tür zu schließen, wenn ihr die Markise benutzt. Ganz wichtig, sonst kann die auf der Tür oben aufsetzen. Luis, wenn du noch mal ein bisschen weiter rüber gehst, haben wir hier den Einfüllstutzen, Frischwassertank. Ja, da passen 100 Liter rein. Ne? Und wir zwei haben da drin auch schon mal, in dem jetzt nicht, aber wir haben mit 100 Liter schon mal 3 Tage duschen können. Genau. Also hier hinter der Wassertank geht hier über den Radkasten. Hier hinten runter ist beim Kastenwagen ein bisschen anders als im Wohnmobil. Da kann man es ja quadratisch unten reinmachen. Aber hier beim Kastenwagen spezielle Begebenheiten, da müssen wir uns dran anpassen. Ne? Wir machen mal auf und werfen einen Blick rein. Und wie ihr seht, finden wir uns in einem Cliff wieder, wie er euch wahrscheinlich schon bekannt ist.
neue Polster. Polsterkombination für dieses Sondermodell. Wirklich schön, es fühlt sich echt gemütlich an. Es ist so ein bisschen, na, Filz-Velour-artig, möchte ich mal sagen. Aber es ist wirklich auch ne, so ein zweifarbiges Material mit Grau und Weiß gehalten, also auch pflegeleicht. Fühlt sich richtig gut an, hat eine Gemütlichkeit, passt zu dem sportlichen Flair. Hier mit dieser wunderschönen grauen Biese nochmal abgesetzt. Also da kann man echt nichts sagen. Ne? Fliegenschutztür serienmäßig. Also auch das Fliegenschutztür. Ich habe mir gar nichts über den Preis gesagt. Kommen wir gleich noch zu. Auch hier vorne wieder den Kühlschrank. Für viele Festivalbesucher ganz wichtig, ja, dass man direkt an die Getränke kommt. Wir haben oben auch noch das Gefrierfach mit drin. Oh, der ist an. Wunderschön. Läuft. Und leider nichts drin. Was war denn das wieder? leider den Inhalt vergessen. Okay, auch hier top rausdrehbare Tischplatte. Unterhalb auch riesig, auch wirklich so groß. Jetzt habe ich ein bisschen laut gemacht, dass der Beifahrer von hier essen kann. Auch wenn der Sitz gedreht ist, wirklich wunderschön von der Platzaufteilung. Also an dem Auto gibt es tatsächlich nichts auszusetzen. Typisch auch Sunlight. Vielleicht kannst du mal über den Küchenblock drüber filmen. Wir haben hier unten echt toll, weil den Platz brauchst du eigentlich nicht im Bad. Weil im Bad hast du ja oben, wo der Oberkörper ist. Hier oben ist jetzt das Waschbecken drüber, ja. Und hier unten hast du die Kleiderstange drin. Also wirklich geil. Du kannst da tatsächlich noch mal ein paar Jacken hinhängen. Finde ich richtig super. Also hier euer Kleiderschrank. Herd. Ja, da scheiden sich die Geister, ob ich den jetzt so geil finde. Ich finde, er ist funktionell. Er hat zumindest jetzt eine Piezo-Zündung drin. Ja, hier oben, ich mache mal Hauptbedienpanel an, bleib ruhig da sitzen. Piezo-Zündung, ihr hört es klicken. Was top ist, ein kompletter Block. Das heißt, wenn dir hier irgendwie Milch oder sowas überläuft, du kannst es sauber machen, es leicht zu reinigen. Wirklich gut gelöst. Ich mag die Marke kann nicht so, aber das sag mal, ist so eine persönliche Sache. Aber ich sag mal, so von der Funktionalität her, du brauchst keine drei Flammen. Mehr als zwei Töpfe kriegst du hier eh nicht drauf. Von daher völlig okay für einen Campervan. Ach so, ich weiß nicht, habe ich euch das schon mal gezeigt? Mega. Gibt es ja nur bei Sunlight. Nee, gibt es bestimmt auch woanders. Aber hier haben wir wirklich nochmal Haken, wo wir was reinhängen können. So ein Spültuch oder sowas. Und wir können hier sogar Küchenrolle. Es gibt hier wirklich auch Gewürzregale, was man in diese multifunktionellen Schienen reinmachen kann. Richtig geil. USB-Anschluss hier oben. Ja, also da haben wir nochmal den Anschluss von 12 Volt, dass ihr da eure Handys nochmal laden könnt. Wie gesagt, ansonsten in allen Leisten, die es hier so, wo die Lampen drin hängen, können wir auch die, mal gucken, wo hier das Licht angeht. Ja, super. Ich gehe jetzt mal raus. Ich mache mal die Toilette auf. Ich drehe die mal ein bisschen rum. Wir haben auf jeden Fall ein Fenster im Bad. Und wenn du mal gerade vorgehst und filmst mal rein, haben wir tatsächlich auch dieses Riesenwaschbecken mit Ablagefläche nebenan. Wir brauchen unten den Platz nicht, wie ihr seht. Da ist der Schrank von außen vor. Das muss man nicht haben. Wichtig ist, dass beim Oberkörper oben meines Wissens nach genug Platz ist. Wenn du ein Stück zurückgehst, hier oben typisch Sunlight, die Trockenstange. Das heißt, wenn du jetzt wirklich Taucher oder sowas bist oder mal eine Regenjacke hast, hier kannst du Neopren hinhängen, hier kannst du wirklich so eine Regenjacke hinmachen. Also das funktioniert wirklich bestens. Und kann nach unten abtropfen, unten die Duschschale. Funktioniert auch mal bei Regenwetter. Und das hatten wir ja in letzter Zeit häufiger. So, meine Lieben, jetzt noch mal zum Schluss. Ein wirklich toller Kastenwagen mit allen Features. 6 Meter Bereich. Ihr habt super Platz hier vorne an der Sitzgruppe. Ihr habt ein mega qualitatives Polster. Das bin ich wirklich überzeugt von. Und ich finde, ihr solltet noch den Preis erfahren. Dieses Fahrzeug startet ab, jetzt haltet euch fest, 49.999 Euro. Das ist ein echter Knüller und spielt so ein bisschen in die Karten, weil die Hersteller ja in den letzten Jahren die Preise leider durch viele
äußere Umstände doch erhöhen mussten. Und jetzt haben wir wirklich wieder ein Fahrzeug, was das Einstiegssegment widerspiegelt. Ja, kommt vorbei, schaut ihn euch an, überzeugt euch selber. Wir sind da, nehmen euch gerne in Empfang. Und solltet ihr Fragen haben, ruft uns an, schreibt uns WhatsApp, wie immer ihr mögt. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei uns vorbeischaut. Bis bald. Ich melde mich. Ciao.